Hallo, ich grüße dich ganz herzlich und wünsche dir einen wunderschönen Samstagnachmittag. Raus aus dem Burnout, rein in die Lebensfreude, darum geht's. Denn ich meine, mir wird jeden Tag eigentlich bewusst, was für ein tolles Leben ich mir und meiner Familie inzwischen kreiert habe. Und wofür ich aber ganz besonders dankbar bin, ist, dass ich die Akademie gründen durfte, wo ich einfach wunderbaren Menschen dabei helfen kann, sich genauso ein freies, selbstbestimmtes Leben nach dem eigenen Herzen zu gestalten. Das ist das eigentlich, was mich so sehr von Herzen einfach erfreut und erfüllt. Und ich habe früher so die Samstagmorgende. Auf der einen Seite habe ich sie gemocht, weil da halt einfach nicht morgens dann ganz so früh der Wecker ging und ich im Büro irgendwo gehockt habe und Dinge gemacht habe, die nicht mehr entsprochen haben. Auf der anderen Seite war aber eben auch Hausputz angesagt, es war Einkaufen, Wochenendeinkauf angesagt und so ein gewisses Programm, was mir überhaupt nicht entsprochen hat. Das habe ich irgendwo auf ein Stück, auf, ja, in gewisser Weise auch gehasst. Und heute Morgen habe ich gedacht, Mensch, es ist jetzt ganz gleich, wir sind ja jetzt im Moment wieder im Saarland. Es ist inzwischen auch hier im Saarland ganz gleich, was für Tag wir haben, ob wir Sonntag haben, Samstag haben oder Montag haben, ganz egal. Ich kann so wunderbar in den Tag starten und habe mir heute Morgen auch mal wieder ein bisschen mehr, viel mehr Zeit gegönnt, ich glaube so eine anderthalbe Stunde, um mich mit mir selbst zu beschäftigen. Mal ganz lange meditiert, in mich hineingelauscht, weitere Ideen und Inspirationen bekommen, mich auf den Tag eingestimmt und auch den gestrigen Tag nochmal Revue passieren lassen, wo wir uns ja mit einem ganz tollen Kollegen getroffen haben und ausgetauscht haben. Und gestern Abend hatte ich noch ein Gespräch mit einer meiner Akademikerinnen. Da gibt es gerade ein paar Herausforderungen in ihrem Leben. Und wir hatten uns da so von jetzt auf gleich über einen Live-Call getroffen, miteinander gesprochen. Und als ich dann anschließend so in ihre wieder glücklichen Augen schauen konnte, das hat mich natürlich auch so total erfüllt, dass ich ihr da so helfen konnte, jetzt nochmal Klarheit zu schaffen aus dieser gerade etwas schwierigen Situation, in die sie da hineingekommen ist, familiär bedingt einfach. Manchmal schickt das Leben einfach auch mal so, ja, noch ein paar Steine, wie sie die jetzt am besten beiseite räumt. Und bin mit so diesem glücklich erfüllten Gefühl gestern Abend dann eben auch zu Bett gegangen und heute Morgen nochmal aufgestanden, aus dem Bett gehüpft, voll guter Energie und erstmal ganz lange mich mit mir selbst beschäftigt, einen leckeren Tee getrunken, mit meinem Mann zusammen noch ein bisschen gesprochen und dann hatte ich ein weiteres Call mit einer anderen Akademikerin, die schon ein bisschen länger im Programm ist und die jetzt heute, das habe ich so am Funkeln in ihren Augen gespürt, sie hat eine ganz andere Energie heute Morgen gehabt, eine ganz andere Ausstrahlung, wo sie sich jetzt auch, kann ich was sagen, endlich dazu committed hat, jetzt Vollgas zu geben und durchzustarten. Ich denke, es ist eine der nächsten Kandidatinnen, mit der ich hier auch ein Erfolgsinterview führen darf. Sie hat sich ein bisschen länger Zeit gelassen, auch aufgrund verschiedener Gegebenheiten. Aber ich stülpe da ja niemandem ein festes Programm über, sondern hol dich ja da ab, wo du gerade stehst und wir schauen in deinem eigenen Tempo, wie wir deinen Seelenplan entdecken und deinen Seelenberuf kreieren und dich dann eben auch am Markt platzieren, dass das eben auf einem stabilen Fundament eben ist. Und das hat mich heute Morgen dann natürlich auch schon wieder gleich in eine absolute Hochstimmung gebracht, dass sie sich auch dazu entschieden hat, jetzt endgültig komplett durchzustarten. Und ja, wenn ich da so an früher, einfach an mein früheres Leben zurückdenke, wo ich morgens, insbesondere Samstag, weil so Wohnungsputz angesagt war und Wochenendeinkauf und. Allein deshalb bin ich schon nicht in die Gänge gekommen. Es war alles so mühselig und ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich gehe so mit angezogener Handbremse durchs Leben und
ja, irgendwann wurde ja auch meine Depression diagnostiziert. Und ich war ja auch mal ganz außen vor in der Klinik, 2 Monate. Und das war alles auch eine sehr, sehr schwierige Zeit, die letzten Endes natürlich zu meinem Lebensweg dazugehörten. Aber da gab es natürlich auch Phasen, wo ich gedacht habe, ich komme da nicht mehr raus, ich schaffe das nicht, wo ich ja auch ernsthaft Gedanken hatte, mich wirklich hier zu verabschieden von diesem Planeten. Und das ist mir heute Morgen alles wieder so ein Lebensfilm an mir vorbei gelaufen. Und vielleicht kennst du das ja auch, dass du das Gefühl hast, da ist irgendetwas in dir, dass du denkst, muss es doch noch mehr in meinem Leben geben. Und es gibt da draußen Menschen, die leben ihr Traumleben. Warum kann ich das nicht? Ich muss doch das auch irgendwie mir ermöglichen können. Oder das ist doch jetzt da draußen nicht mehr wirklich das Leben, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich meine, bei mir sind früher ist Depression diagnostiziert worden. Heute würde man sicherlich auch ein Burnout mit diagnostizieren. Nur vor über 30 Jahren kannte man diesen Begriff noch nicht. Da hat unsere Pharmaindustrie diese Krankheit noch nicht diagnostiziert gehabt oder erfunden gehabt oder wie auch immer du das nennen möchtest. Und wenn ich so an morgen denke, ich freue mich so sehr auf das Erfolgsinterview, das ich mit dem Martin, meinem bislang einzigen Akademiker, also meiner einzigen männlichen Energie in unserer Runde, mit dem wir uns aber auch sehr wohlfühlen und der sich auch in unserer Runde wohlfühlt, führen darf, um das einfach mit dir zu teilen, zu deiner Inspiration. Denn Martin ging es ähnlich. Er, ja, fühlte sich auch irgendwo in der Depression, gefangen im Burnout. Und so als Familienvater ist das natürlich dann auch, wie das bei mir ja auch war. Ich hatte, als ich zum ersten Mal eine Depression diagnostiziert bekommen hatte, da war ich erst Anfang 20 und dann so im 10-Jahres-Rhythmus, Anfang 30 war es wieder ganz heftig und Anfang 40 hatte ich mir ja dann mal auf einem anderen Wege, so bin ich ja auch in diese Schiene hier überhaupt gerutscht, Hilfe geholt, weil ich keine Therapien mehr machen wollte, weil ich auch keine Medikamente schlucken wollte, weil ich einfach gemerkt habe, da muss jetzt auf einem anderen Weg Hilfe her. Da muss ich einfach jetzt einen Mentor, einen Coach finden. Das gab es ja früher vor 30 Jahren in dem Stil nicht so. Oder ich bin zumindest nicht draufgestoßen auf solche Mentoren und Coaches. Da muss jetzt einfach mal eine andere Hilfe her. Ich mag keine Therapie mehr machen, geschweige denn Medikamente schlucken, die habe ich sowieso nie geschluckt. Ich will jetzt endlich mal die Ursache finden und auf verschiedenen Wegen bin ich ja da ans Mentaltraining gekommen, geistig-energetischem Heilen und die Timeline-Methode und Systemstellen. Und ach Gott, ich könnte jetzt hier eine ganze Litanei von Methoden da aufzählen, mit denen ich ja auch immer noch arbeite, auch in der Akademie arbeite, die mir geholfen haben und die ich so weitergebe. Und das ist ja auch letzten Endes alles so die Quintessenz von der Akademie. Aber zunächst dürfte ich natürlich auch vorgehen und muss natürlich ja auch wissen, wovon ich spreche. Nur dann kann ich dir ja auch dabei helfen, deinen Seelenplan zu entdecken und deinen Herzensweg zu gehen und deinen Seelenberuf daraus zu kreieren. Und alles, was es dazu braucht, an Schleiern, an Prägungen, an Mustern, das einfach alles auch loszulassen, weil es sind ja so viele Muster und Prägungen über uns gestülpt worden im Laufe der Jahre, die uns dann schlimmstenfalls daran glauben lassen oder die uns schlimmstenfalls ja überhaupt glauben lassen, das ist halt so, das Leben ist halt so, es geht halt nicht anders, ich muss mich mit dem Leben arrangieren. Und alle anderen machen das ja auch so, also ich darf mir nicht erlauben, größer zu träumen, anders zu träumen, meine Visionen von meinem idealen Leben wieder auszupacken. Und wenn ich Martin jetzt so sehe, wie er vor einiger Zeit vor mir gesessen ist in der kostenfreien Durchbruchsession, und wenn ich ihn heute sehe, wenn du dir das Bild anschaust, das ich ja hier in der Facebook-Gruppe auch gepostet habe, er hat sich wirklich zum absolut strahlenden Familienvater inzwischen entpuppt. Und hat einen wirklich absolut unerschütterlichen Glauben an sich selbst entwickelt, hat sein Herzensbusiness entdeckt
Und ist jetzt dabei, eben auch in der Richtung sichtbar zu werden und Menschen mit seiner Passion, mit seiner Mission, die er herausgefunden hat für sich oder die wir gemeinsam herausgefunden haben, zu kreieren. Und das alles möchten wir morgen Abend mit dir teilen. Deshalb hier nochmal die Einladung. Sei morgen Abend unbedingt um 20 Uhr hier live in der Gruppe, wenn Martin hier sich die Zeit nimmt, im Erfolgsinterview auch aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie er es geschafft hat, wie es ihm noch vor kurzer Zeit ging und wie es ihm jetzt geht. Und auch was sein Herzensplan zum Beispiel auch ist, was er herausgefunden hat mit der Unterstützung mit mir. Das wird dich so inspirieren und auch ermutigen, wirklich dran zu bleiben und dir auch die Rückenstärkung zu geben, dass du, wenn du wirklich mal eine Entscheidung triffst und dir wirklich mal Schritt für Schritt da helfen lässt, dich da abholen lässt, wo du jetzt gerade stehst, und wirklich da raus willst in dein ideales Leben, wie sehr hilfreich das ist, wenn du dir wirklich jemanden an Hand nimmst, der dort steht, wo du hin möchtest, dass du wirklich auch da auf diesem Weg dahin kommst und aufhörst, weiter alleine, ja, ich sag mal, vor dich hinzudümpeln. Das muss nicht sein, das kann alles viel, viel schneller gehen. Natürlich kann ich dir in der Akademie alles, was es dazu braucht, auch auf dem Silbertablett nur servieren. Umsetzen darfst du natürlich selbst. Nur wenn du dich schon mal dazu committed hast, in ein Programm von mir zu kommen und mit mir zu arbeiten, alle weiteren Schritte, die wir da gemeinsam gehen, die wir ganz genau auf dich abstimmen, in deinem Tempo und so, wie du es brauchst. Das sind dann alles erst die weiteren Schritte, die daraus entstehen. Der erste Schritt ist einfach mal überhaupt mal in die Akademie reinzukommen und die Entscheidung zu treffen, dir wirklich, wirklich helfen zu lassen. Und wenn du da noch zweifelst, irgendwas zieht dich ja an, sonst wärst du ja nicht hier in der Gruppe bei mir. Weil wenn du da noch irgendwas in dir zweifelst, dann komm morgen Abend um 20 Uhr hier in die Gruppe, schau dir das Interview mit Martin an, das ja live dann hier sein wird. Und hast natürlich auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir nehmen uns da gerne auch noch ein bisschen Raum und Zeit, um auf deine Fragen einzugehen. Das wird so inspirierend für dich sein. Dann notierst du jetzt im Kalender und wir sehen uns morgen Abend, damit auch du endlich mal raus aus Burnout und dem goldenen Käfig der Depression, dem Gefühl des Gefangenseins oder dem Gefühl, mit angezogener Handbremse durch dein Leben zu ziehen. Weil das Wertvollste, was du hast, das ist dein Leben und das ist deine Lebenszeit. Irgendwann ist es vorbei hier mit dem Leben im jetzigen Körper und das Wertvollste, was wir haben, ist die Lebenszeit. Die können wir auch nicht zurückdrehen. Deshalb lass nicht noch weiter wertvolle Lebenszeit an dir vorbeiziehen. Du kannst viel, viel schneller durchstarten in dein ideales Leben, wenn du dich wirklich an Hand nehmen lässt und dir den Weg dahin zeigen lässt. Es sind im Prinzip fünf große Schritte, die es zu gehen gilt. Und diese fünf großen Schritte, in Anführungsstriche, die teilen wir in kleine Schritte auf, so wie es zu dir passt, dass es eben auch bei dir funktioniert. Also, wir sehen uns morgen Abend, 20 Uhr, live hier in der Gruppe. Bis dahin. Ciao.